Es ist Advent geworden. Corona hin, Pandemie hier. Und es ist sogar noch Nikolaustag. Nikolaus, der hat sich eingefärbt in den letzten 100 Jahren von irgendeiner anderen Farbe in Rot-Weiß wie Coca-Cola. Aber Nikolaus ist auch noch was anderes. Den hat es ja wirklich gegeben. Vor 1700 Jahren ungefähr war er Bischof in Myra. Und er ist ein Vorbild. Einer, der nicht nur seinen Job gemacht hat, sondern ein richtig weites Herz hat. So weit, dass er zum Beispiel einigen Mädchen, so heißt es, geholfen hat finanziell, damit sie nicht der Prostitution nachgehen mussten. Oder er hat Geiseln ausgelöst und hat dafür die Kirche ausgeräumt. Lauter solche Sachen hat er gemacht, der Nikolaus. Und damit ist er ein Vorbild geworden. Eben für einen, der nicht nur seinen Job macht. Letzte Woche ging ein Bild um die Welt. Da steht ein Arzt in voller Corona-Schutzmontur an einem Krankenbett und hält im Arm einen alten Mann. Der alte Mann flennt trotz Wasser, weil er so verzweifelt ist. Seine Frau ist nicht da, er ist so krank, es ist alles beschissen. Und dieser Arzt, der schließt ihn in die Arme und hält ihn. Und wir haben auch noch die gute Nachricht gehört. Der alte Mann konnte wieder nach Hause entlassen werden. Er hat es überlebt. Das hat mich an den Nikolaus denken lassen. An den, der nicht nur seinen Job gemacht hat, sondern der so ein weites Herz hat. Und es hat mich an noch was erinnert. An einen Satz, den Jesus gesagt hat. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Mit anderen Worten, der, der barmherzig ist, der das Herz weit macht, dem geht's gut damit, auch wenn er mal schlechte Erfahrungen machen sollte. Und denen, um die er sich kümmert, ohnehin. Das stimmt. So sicher wie das Amen in der Kirche.